Am 24. September werden Sie nicht mehr für das Amt der SPD-Unterbezirksvorsitzenden kandidieren. Warum nicht? Der Tag hat nur 24 Stunden und bin auch familiär viel stärker eingebunden. Ich habe inzwischen zwei Kinder, habe das als Unterbezirksvorsitzende 5 Jahre gemacht, vorher als stellvertretende Vorsitzende nochmal 2,5 Jahre. Es ist eine Menge passiert und ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine sehr gute aufgestellte SPD Remscheid übergeben können. Und das ist auch das, was mich antreibt. Ich bin ja nicht weg, ich habe ja diverse andere Mandate. Ein Mandat ist das des Ratsmitglieds, das bleiben Sie auch. Das bleibe ich auch. Also ich bin direkt gewähltes Ratsmitglied am Hasten. Endlich, also auch mein Heimatwahlkreis, endlich wieder in sozialdemokratischer Hand. Ein toller Wahlkreis, wo ich viel machen kann und möchte und da auch schon aktiv dabei bin. Ja, und dann kommen noch die Sachen dazu wie Ausschussvorsitzende, Gleichstellung, Diversität, Antidiskriminierung. Der hat auch gestern wieder erfolgreich Genau. getagt. Und ich bin auch noch die dritte Stellvertreterin vom Oberbürgermeister Burkhard Mastweis. Da kommen auch immer mehr Termine dazu. Ich mache wahnsinnig gern Politik für die Menschen, aber auch mit den Menschen, nämlich auch mit meiner Familie. Und das ist auch so Work-Life-Balance. Man kann nicht immer alles zu 100% machen und daher ist es wichtig, sich auf einiges zu fokussieren. Und es sind ja bereits zwei gute Kandidaten da, die mir nachfolgen möchten. Einmal Ralf Gassen, bisher stellvertretender Unterbezirksvorsitzender und aus dem Ortsverein West auch schon bereits nominiert. Aber auch aus dem Ortsverein Stadtmitte Hasten wurde Jörg-Dieter Krause nominiert auf der Mitgliederversammlung. Ja, und beide Kandidaten haben auch schon miteinander gesprochen. Also man kennt sich natürlich, wir sind Genossinnen und Genossen und wir gehen fair miteinander um. Haben Sie sich denn schon einen ausgesucht oder wollen Sie sich zurückhalten? Das ist erstmal eine geheime Wahl, aber Ist klar. Jörg-Dieter Krause kommt aus meinem Ortsverein. Das ist so ein bisschen Heimatloyalität. Ralf Gassen ist mein Stellvertreter gewesen. Wir haben in den letzten Jahren sehr gut zusammengearbeitet. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und auf der Juso-Versammlung werden sich beide auch noch mal mit ihren Ideen vorstellen in der Diskussionsrunde. Und ja, entscheidend wird es vielleicht jede Stimme sein, aber die Genossinnen und Genossen können alle ihren Vorsitzenden wählen. Meine wird nur lediglich eine davon sein. Kommen wir nochmal zurück auf Ihr Amt, das Sie jetzt auslaufen lassen. Was waren denn die Highlights? Also die Highlights waren sicherlich zum einen die gewonnene Kommunalwahl 2020. Also im Sommer hieß es ja noch, als ich die Order rausgegeben habe, die SPD wird seit 1994 wieder die stärkste Kraft im Stadtrat, bin ich doch auch medial sehr stark belächelt worden bei dem Zustand der Bundes- und NRW-SPD, der jetzt nicht so optimal gewesen ist. Ich war aber der festen Überzeugung, dass unsere Genossinnen und Genossen in allen Wahlkreisen super sind und das sind sie auch, jeder für sich. Deswegen konnten wir so viele Wahlkreise mit zwei Überhangmandaten für uns entscheiden. Und der Oberbürgermeister Burkhard Mastweis hat sicherlich auch mit seiner guten Arbeit dazu beigetragen. Es war einfach Teamwork. Das war natürlich toll. Die Bundestagswahl im letzten Jahr, dass wir auch gegen den Trend den Wahlkreis 103 mit Ingo Schäfer zurückerobern konnten. Was sicherlich auch sehr wichtig ist und mir sehr viel Freude gemacht hat, sind die ganzen internen Parteiveranstaltungen. Also mit den Genossinnen und Genossen von der Jubilarehrung über ein Sportfest, auch für die Stadtbevölkerung, sei es das Minigolfturnier. Ich war sehr gerne, oder ich bin immer noch, aber ich war es dann demnächst, Unterbezirksvorsitzende gewesen, weil ich das auch wirklich mit Stolz gemacht habe. Aber gut, alles hat seine Zeit und ich bin 41. Die beiden jetzigen Kandidaten sind deutlich älter als ich. Es ist eigentlich das tollste Amt innerhalb der SPD Remscheid. Wer weiß, ob in 15 Jahren oder in 10 Jahren nicht nochmal was kommt. Alle 2 Jahre wird neu gewählt. Und die Kinder werden älter? So ist es, ganz genau. Aber mir war das immer wichtig, auch Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern zu verbringen. Deswegen habe ich die auch sehr spät gekriegt und bin da aber sehr glücklich drüber. Also es ist einfach so, wie es sein sollte. Es fühlt sich alles gut an. Welches Amt in nächster Zukunft könnten Sie sich denn vorstellen? Das wird sich auch so ein bisschen entwickeln. Also auch familiär. Es kommen meine Schwiegereltern zurück. Also oder sie kommen überhaupt nach Remscheid. Da werde ich halt auch auf die Dauer wahrscheinlich mehr Zeit verbringen. Meine Mutter wird auch nicht jünger. Aber die Kinderbetreuung wird sich halt verändern, aber die brauchen einen ja nach wie vor. Und man möchte ja auch dem Ehemann danach zig Jahre Schlaflieder vorsingen und die Kinder ins Bett bringen, auch mal mehr machen.
Also das ist, ich lasse ich mal offen, also es ist jetzt nicht Ziel, unbedingt ein gewähltes Mandat zu übernehmen, weil ich auch hier, klingt blöd, so ein kleines Familienunternehmen leite, also vierköpfige Familie, zwei Katzen, Aktivitäten der Kinder, noch Rad, das ist schon eine ganze Menge so und ich leite den Gleichstellungsausschuss, wenn man hochrechnet, was Mütter allein leisten pro Woche, das ist schon eine ganze Menge. Gucken wir mal, wie sich das in der Zeit entwickelt. Was wollen Sie denn Ihrem Nachfolger, egal wer es nun wird, mit auf den Weg geben? Also wichtig ist mir, dass er den erfolgreichen Kurs der SPD Remscheid fortsetzt. Jeder wird seine Akzente setzen, in unterschiedlicher Art und Weise, aber es ist halt unser Kurs gewesen, Teil der Stadtgesellschaft zu sein. Und diejenigen, die im Rat sitzen für uns oder auch in der Bezirksvertretung, machen das aus Überzeugung. Das sind ja alles Ehrenamtler und sind sehr, sehr engagiert und kümmern sich um viele Dinge. Das wäre mir wichtig, dass das auch so bleibt, dass man das nicht des Selbstzwecks macht, sondern weil man gewählt ist und stolz darauf sein kann, das überhaupt ausführen zu dürfen. Das wäre mir wichtig.